Diese Woche startet der neue Film von David Leitch in den deutschen Kinos und der weiß natürlich, wie Action geht. Dann noch Brad Pitt in der Hauptrolle und damit geht es hier jetzt um Bullet Train. Ladybug ist ein Auftragskiller mit Pechsträhne, aber er versucht dahingehend, sein Mindset mittels Selbsthilfetherapie zu verändern, um zukünftig sein Schicksal besser anzunehmen. Das ändert aber erst einmal nichts daran, dass er aktuell einen Auftragsjob für einen Kollegen übernimmt, als seine Kontaktperson Mariah ihm klarmacht, dass er in einen Hochgeschwindigkeitszug von Tokio nach Kyoto steigen soll, um dort einen besonderen Koffer an sich zu nehmen. Doch kaum an Bord des über 300 Kilometer pro Stunde schnellen Zuges angekommen, muss Ladybug feststellen, dass er nicht der einzige Killer an Bord ist und Typen wie Tangerine, Lemon oder Wolf sind nicht weniger gefährlich als er selbst. Was folgt, ist eine sehr verrückte Zugfahrt, die von quietschbunt bis aus Versehen äußerst blutig alles mit sich bringt, was ein Normalreisender niemals selbst erleben möchte. Bullet Train geht 127 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 4. August 2022 in den deutschen Kinos. Das ist, wie eingehend erwähnt, der neue Film von David Leitch, eine Kombination aus Action, Thriller und auch Komödie mit Brad Pitt unter anderem in der Hauptrolle. Gleichzeitig gibt es da auch andere Figuren, die ziemlich viel Screentime bekommen und das ergibt vor allem so eine Ensembleleistung, die auf der einen Seite wahnsinnig stylisch ist, ziemlich cool, eine gute Musikwahl hat, dessen Actionsequenzen immer wieder sehr clever erdacht sind, weil man ganz wenig mit Schusswaffen auskommt und super viel mit allen möglichen Gegenständen, die darin rumliegen. Und vor allem ergibt sich dadurch immer wieder so ein schockierender Witz, der vor allem von Brad Pitt so wahnsinnig gut transportiert wird, dass man, wenn man sich Bullet Train anschaut, auf der einen Seite so eine skurrile Actionnummer bekommt und gleichzeitig immer wieder auch laut auflachen kann und der Film einen ganz eigenen Drive, Tempo und Skurrilität an den Tag legt, dass ich mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt habe. Und das habe ich gehofft nach den Trailern zu Bullet Train, weil Brad Pitt eben auch so einer ist, der hat immer so eine ganz eigene Energie. Der ist ein Hollywood-Star seit Jahrzehnten und der schafft es auch immer wieder, Film einen gewissen Drall, das gewisse Etwas mitzubringen. Der hat auch einen guten Riecher für gute Stoffe als Produzent von Plan B, als Alleininhaber inzwischen. Und vor allem ist er da eben so einer, der nicht bloß wahnsinnig einflussreich in Hollywood ist, sondern der auch einfach mit einem wahnsinnig coolen Swag und einer Coolness um die Ecke kommt, dass ich ganz ehrlich sagen muss, der hat in seiner Vita kaum etwas jemals wirklich verbockt als Schauspieler in der Filmwahl, die er macht. Das war meistens immer mindestens unterhaltsam und oft auch einfach richtig guter Stoff, der Spaß gemacht hat. Kurzum, Bullet Train ist auf jeden Fall ein Film, auf den habe ich mich gefreut und im Kinosaal musste ich keine Enttäuschung hinnehmen und ich verspüre auch richtig Lust und Laune, mir den zweites Mal anzuschauen. Das vorneweg. Jetzt arbeiten wir uns aber mal durch. Reden wir kurz über den Cast. Brad Pitt, der übrigens laut Stuntman hier über 90% seiner Stunts selber gemacht haben soll, ist vor allem deswegen so witzig, weil dieser Killer, der auf der einen Seite eine Pechsträhne hat und sich nicht wundert, wenn genau die nächste Kacke gleich am Dampfen ist, und man sich im Grunde diesem Schicksal ergibt und der immer wieder geführte Abreißkalender Zitate seines Therapeuten an den Tag legt, wo man so denkt, das ist einfach so auf eine lässige Art bescheuert und dadurch auch wieder gut, dass das Ganze einfach sofort den Funkeln bekommt. Und dann auch die Kombination aus ihm und David Leitch, weil David Leitch, der inzwischen ja Filme inszeniert hat, wie Atomic Blonde, der wirklich großartig war von der Action, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw oder beispielsweise auch John Wick zusammen mit Chad Stahelski damals, ist ja einer der kommt ja aus der Actionwelt als Stuntman. Der war früher bei vielen Filmen, ab Ende der 90er Jahre, glaube ich, das Stunt-Double von Brad Pitt. Die kennen sich also genau aus dieser Zeit schon lange. Und dann hat David Leitch sich eben hochgearbeitet, immer mal wieder Darsteller und auf den Regieposten sich geschwungen, sodass er jetzt quasi Brad Pitts Chef ist am Set. Und das ergibt natürlich eine ganz andere Chemie, sodass man auch auf dem Deutschland-Screening von Bullet Train, was nicht als Weltpremiere tituliert wurde, weil es noch vor der LA-Weltpremiere war, naja, lange Geschichte, wo auch wirklich Brad Pitt selbst sagt, dass die quasi full circle miteinander gegangen sind. Dass das irgendwie eine richtig coole Geschichte zwischen den beiden ist. Brad Pitts Figur selbst dann eben als Ladybug, also als Marienkäfer übersetzt, eine Sache, die eigentlich Glück bringen soll. Das zeigt schon so ein bisschen die Ironie, die Bullet Train innewohnt und sich immer wieder diesen Film auch so durchzieht. Ist es einfach die Kombination, dass er so unglaublich locker ist, dass er den Witz seiner Figur tragen kann, dass er auch mit einem dämlichen Hut immer noch wie einer aussieht, wo man sich denkt, ey, was für ein Anführertyp. Und vor allem ist seine Physis ist komplett da, aber dieser unterhaltsame Mix eben aus Killer und Philosoph in einem, der sich seinem Schicksal ergibt, sorgt vor allem auch dafür, dass er so in schockiert, überraschten Momenten, wenn auch für einen, der sonst Auftragsmorde begeht, auch etwas
extrem Absurdes passiert und tödlich endet, er dann selbst feststellen muss, so wie, das ist ja irgendwie widerlich, dass es einfach wirklich Spaß macht, sich dieser Figur anzuhängen. Und dabei ist Brad Pitts Rolle zwar groß, aber nicht so groß, wie ich dachte nach den Trailern ehrlicherweise, weil andere Figuren ähnlich viel Raum bekommen, wie beispielsweise Aaron Taylor-Johnson und Brian Tyree Henry als Tangerine und Lemon. Zwei sehr ungleiche Brüder, die eine ganz andere Tonalität auf jeder seiner Ebene an den Tag legt, dadurch dem Film auch immer wieder einen anderen Drive geben, vor allem wenn Lemon immer wieder über Thomas die Lokomotive redet, ist das vor allem wieder so ein Beispiel, warum das Ding so skurril ist. Auch wenn innerhalb von Bullet Train man sich an Anime-Vorlagen aus Japan orientiert, dann Abbilder schafft und diese dann auch einfach brutal gefühlt missbraucht werden, dann ist das genau das, wofür Bullet Train so eine ganz quietschbunte, skurrile Nummer wird. Und Aaron Taylor-Johnson, der die ganze Zeit durch diesen Zug tigert und mit so einer Geplantheit, und man denkt, hey, der Typ ist wirklich gefährlich. Und dann sein Bruder, wo man denkt, der hat eine ganz andere Art zu kämpfen, der geht gar nicht auf die Füße, es ist eher so der Typ, der gerne vergiftet, der ein bisschen der nachdenkliche Killer ist, bekommt man auch so eine Varianz an Mördern geboten, die auch einfach manchmal Gedanken über das Leben haben. Und das ergibt eben so viel mehr als nur einen Actionfilm in einem Zug. Dann hätten wir noch eine Joey King als Prince, die will ich gar nicht so viel erzählen an dieser Stelle, nur dass es viel Wandelbarkeit gibt. Und dann gibt es auch Figuren wie der Sohn, wirklich bekannt besetzt, oder auch der Wolf, wo dann uns auch immer wieder, und das macht es auch spannend, dass Storytelling in Bullet Train unterbrochen wird, um uns Geschichten einzelner Figuren bis hin zu einzelnen Gegenständen zu erzählen, wo man sich denkt, okay, was ist das jetzt für eine Nummer? Und das sorgt aber immer wieder für eine Frische, das wirkt immer wieder für eine andere Perspektive, ohne dabei zu sehr aus dem Rahmen zu fallen und das Ganze zu sprengen, ehrlicherweise. Und das weiß ich an Bullet Train zu schätzen. Der ist, so wie die Trailer es versprechen lassen, ein Film, der genau diese Töne trifft, ohne dabei völlig aus den Fugen zu geraten. Und das weiß ich ehrlicherweise total zu schätzen. Darüber hinaus gibt es noch mindestens 3 Gaststar-Auftritte, aber ich will die euch nicht nehmen. Das könnt ihr dann selbst im Kinosaal erleben. Ich glaube, das ist wohl das Richtige und Wichtige an dieser Stelle. Auch technisch, die Kameraarbeit, sie ist bunt, sie ist oft nicht so schnell. Manche Action-Sequenzen sind mir ein bisschen zu zerschnitten. Der Film wurde komplett in Los Angeles in den Studios von Sony gedreht während der Pandemie, weil man deswegen nicht reisen konnte. Man hatte auch keinen richtigen Bullet Train zur Verfügung, hat deswegen 4 Waggons nachgebaut, die man ca. 10% größer gemacht hat, um Platz für die Kamera und die Actionsequenzen zu bekommen, und hat dann wiederum die neu umdekoriert, sodass man quasi verschiedenste Räume von Bordrestaurant, zweiter Klasse, erster Klasse und genau diese Unterschiede integrieren könnte, sodass es sich anfühlt wie ein Zug. Und das merkt man beim Film auch, der mindestens 10 oder 15 Waggons hat. Das fühlt sich nicht an eben wie nur 4 Waggon-Elemente. Und der Kamera bekommt dann halt ein bisschen mehr Raum, nicht genug in jedem Moment, aber dreht sich und funktioniert in alle Richtungen so, dass ich dachte, hey, das wirkt frisch. Vor allem folgt diese Kamera der Action und will sich nicht mit Action aufladen. David Leitch meinte auch auf diesem besagten Deutschland-Screening, sie mögen vielleicht nicht das meiste Geld haben, by the way, Bullet Train hat $85 Millionen gekostet, oder die größten Explosionen, aber genau in dem Moment dachte ich, ja, darum geht's ja auch nicht. Es geht auch nicht darum, alles größer, besser, gigantischer, fantastischer zu machen, sondern im Kern, wenn ich eine Geschichte erzähle, mir gute Choreografien zu bauen, der Kamera das folgen zu lassen und vor allem in so einem Zug alle möglichen Gegenstände zu verwenden, wird eben äußerst kreativ. Und wenn man dann damit spielt, dass es auch Ruheabteile gibt, wo man ständig leise sein sollte, dann bekommt das eben immer wieder was ausbricht aus diesem Standard, sich zu ernst nehmen im Actionfach, und damit wird es auch immer wieder Actionkomödie, und da gelingt es ehrlicherweise. Und da muss ich sagen, diese Kombination aus dem Style und wie dieser Zug aussieht und wie die Kamera damit arbeitet, auch die Musik, weil man einen Mix hat aus bekannten Songs, die sich richtig gut reinarbeiten in diesen Film, aber auch eine Musik, die immer wieder eine Stimmungslage aufbricht und sich gut einlegt in den Film, wie das nie zu viel war, und dieses Kostüm, wo auch jede Figur so einen anderen Stil bekommt. Der eine, der eben Thomas die Lokomotive toll findet und eigentlich eher so ein bisschen kindlich daherkommt und sich ärgert, wenn er Blutflecken auf dem Shirt hat, der andere in einem Anzug, relativ streng gehalten und dann auch sehr maskulin agierend, und der dritte, der im Grunde aussieht wie einer mit seinem Hut auf, wie einer, der eher so introvertiert und verhuscht ist, und die nächste Person, die total wandelbar ist, da denkt man sich einfach was. Und wenn man generell mal auf die Farbkomposition schaut von Bullet Train, sieht man immer wieder alle möglichen Facetten und auch eine clevere Farbwahl bis hin zu Colorblocking, wo ich so dachte, ey, da steckt einfach eine Menge Gehirnschmalz drin. Und das finde ich ehrlich gesagt schön, wenn man das in einem Actionfilm findet, ein Genre, was ja neben Action, die dann funktionieren muss, viel verzeiht, wenn man andere Schauplätze vernachlässigt. Und das hat man hier ehrlicherweise nicht aus meiner Sicht, weil man auch einfach in einem Film, wo Killer agieren, wahnsinnig wenig Schusswaffen zum Beispiel zu Gesicht bekommt. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Film, der auf Kataro Isakas Roman Mariah Beetle basiert, der hat ein tolles Tempo, der hat ein
einen guten Witz, der hat eine gute Geschichte, wie ich finde. Viel Energie, ich mag das Szenenbild, ich mag die Action, der Cast ist ziemlich gut aufgelegt. Der ist hart konstruiert, sonst geht der nicht auf, das muss man wissen. Dieser Film ist einer, wo alles ineinander zahnt und passen muss, damit der zu seiner Geschichte findet. Das mag man oder mag es nicht. Mich stört es ehrlich gesagt nicht. Ich finde die Nummer cool und frisch. Ich gebe Bullet Train gerne 8,5 von 10 möglichen Punkten als Action-Thriller mit immer wieder komödiantischem Einschlag und merke auch bei mir so einen Zug nach oben, wo ich denke, dass ich den Film nochmal sehen will. Insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten, wo ich aber auch Richtung 8 tendenziell tendiere. Und wenn ihr sagt, nach den Trailern zu Bullet Train, okay, den habe ich Bock zu sehen, dann macht das im Kino. Der macht da Spaß, der macht da Freude und der gibt da einfach nochmal mehr Schauwert. Dann bin ich am Ende meiner Review zu Bullet Train ab diesem Donnerstag in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.